Eine stolze Spende von 16.000 Euro für den Naturpark Nuthe-Nieplitz, übergeben von der EMB Energiemark Brandenburg. Eines der größten Wildnisgebiete Brandenburgs wird von dem Energieversorger seit Jahren regelmäßig unterstützt. Vor allem aber von einem Großteil der Kunden. Die können seit 20 Jahren unter dem Label EMB Natur ihren Teil dazu beitragen. Die Idee ist, dass die EMB und interessierte Kunden sich zusammentun, um etwas für den Naturschutz in der Region zu tun. Das heißt, 1 Euro zahlt der Kunde freiwillig auf seinen Erdgaspreis pro Monat und wir nehmen die eingesammelte Summe, verdoppeln sie, runden auch manchmal ein bisschen auf und geben sie dann der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg zur Arbeit in entweder dem Naturpark Nuthe-Nieplitz, wo wir heute sind, oder dem Naturpark Uckermärkische Seen, wo die Stiftung weitere Flächen hat. Wir wechseln uns ab, alle 2 Jahre. Die EMB ist damit ein treuer Begleiter des Landschaftsfördervereins Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V., denn der ist mit 30 Jahren nur ein wenig älter als das EMB-Förderprojekt. Das riesige, rund 7.000 Hektar große Areal zwischen Luthisfelde, Jüterbock und Treuenbrietzen bietet Natur pur. Nahe Trebin liegt mit dem Naturparkzentrum und dem Wildgehege Glauer Tal gewissermaßen das Herz des Parks. Ein 160 Hektar großes Freigehege, das Rot-, Damm- und Muffelwild ein Leben in natürlicher Umgebung ermöglicht. 1991 sah es hier aber noch ganz anders aus. Unsere Flächen sind ja riesig groß. Das können wir hier gar nicht alles sehen. Was wir hier direkt haben, ist ein Truppenübungsplatz der Sowjetarmee gewesen, mit Schrott, Panzerspuren, Beton. Und was wir hier draus gemacht haben, ist ein Naturparkzentrum als Lehr- und Umweltbildungsstätte und die Glauer Felder als Lehrfelder, die quasi in Miniatur das zeigen, wie diese Landschaft strukturiert ist, was diese Landschaft hat. Doch auch wenn hier alles sehr ursprünglich aussieht, die Entwicklung und Pflege eines solchen Naturparks kostet Geld. Moderne Maschinen für eine schonende und wildtierfreundliche Rasenpflege sind da nur ein Beispiel. Ohne die 20-jährige Spendentradition der EMB wäre das kaum möglich gewesen. Für uns sind diese Spenden wichtig, weil Naturschutz braucht Geld zum Beispiel, um Flächen zu erwerben, die dann für nächste Generationen im Naturschutz bleiben. Zum Beispiel Moore zu schützen, Moore zu revitalisieren, dadurch die Artenvielfalt in der Region zu erhöhen. Das Angebot EMB Natur ist ein echtes Erfolgsprojekt. Insgesamt über 230.000 Euro kamen auf diese Weise seit November 2001 für die beiden Naturparks Nuthe-Nieplitz und Uckermärkische Seen zusammen. In diesem Jahr lief es wieder einmal besonders gut. Das ist der zweithöchste Scheck, den wir in der Geschichte von EMB Natur überreicht haben. Wir haben eine sehr, sehr treue Kundenstamm, die sich dafür interessieren, auch schon seit vielen Jahren. Wir haben zwischendurch mal die Berechnungsgrundlage geändert. Da ist ein bisschen zurückgegangen und dann ist es wieder ganz stark aufgekommen. Wir sehen ein großes Interesse an der Arbeit für Natur- und Umweltschutz in der Region. Und wir wollen das auch, wenn auch auf andere Weise, fortführen. Und wie soll sie aussehen, diese Fortsetzung auf andere Weise? Wir werden EMB Natur künftig auf den Ökostrom übertragen. Das heißt, wer Ökostrom von der EMB bekommt, kann sich dort auch zusätzlich regional engagieren. Selbe Mechanik wie bis jetzt, aber eben ein kleiner Zusatz beim Strom. Wer bis jetzt beim Erdgas dabei ist, der bleibt auch dabei, die schmeißen wir nicht raus. Und wir hoffen, dass wir so auch nochmal eine andere Gruppe mit erreichen an Kunden und vielleicht noch mehr Geld zusammenbekommen. Das klingt doch nach vielen weiteren Jahren erfolgreicher Spendenpartnerschaft zwischen der EMB Energiemarkt Brandenburg und dem Naturpark Nuthe-Nieplitz. Zum Wohl für Tier, Mensch und Natur.